Maria und Josef, die Hirten, Engel und die heiligen drei Könige. Rund 25 Laienspieler des Heimatvereins Lipp Ramsdorf stellen jetzt wieder die Weihnachtsgeschichte am Heimathaus dar. Die ehemaligen Stallungen wurden für die Weihnachtsgeschichte entsprechend umgestaltet. Ochs und Esel sowie etliche Schafe sorgen neben den Darstellern für die passende Atmosphäre. Also bis jetzt haben wir 32 Aufführungen und bis zum Ende sind es 36. Wir haben immer unterschiedliche Darsteller. Ja, und das ist wirklich etwas, was es wirklich hier in der Bramsdorf, sowas kann man in der Stadt gar nicht bekommen. Das kriegst du nur auf dem Dorf. Ne? Ja. Nach der Überlieferung suchten Maria und Josef eine Herberge. Vergeblich, wie die Erzählung berichtet und im Krippenspiel dargestellt wird. Beeindruckend ist die Darstellung der lebenden Tiere, besonders der Schafe. Sie folgen ihrer jungen Schäferin dorthin, wo sie sich im Krippenspiel präsentieren sollen. Wir haben Schafe, wir haben so 50 Stück und das machen wir aus Hobby. Und wir stehen alle mit Opa und Papa und ich dahinter. Und ja, uns macht das allen Spaß. Und hier habe ich auch noch mein Schaf, die habe ich mit der Flasche großgezogen. Die war ein Drilling. Und jetzt habe ich sie seit 2 Jahren bei der lebenden Krippe mit dabei. Schließlich finden Maria und Josef ein Quartier im Stall. Schon zum 6. Mal schlüpfen die beiden Darsteller in dieser Hauptrolle. Insgesamt wechselten sich 12 verschiedene Laiendarsteller in diesen Rollen ab. Wir hatten die Ehre, alle mal dabei zu sein, 6. Mal. Das Jesuskind ist geboren, die Engel erscheinen den Hirten auf dem Felde. Text lernen brauchen die Darsteller im Krippenspiel nicht. Handlung und Musik werden eingespielt, lediglich die Gestik muss stimmen. Den Leuten, die das schon des Öfteren gemacht haben, wurde das gar nicht mal so oft. Vielleicht einmal eben durchgezogen, ne? Und das haben die dann alle so ziemlich in 2 Jahren behalten, ne? Also es war nicht ganz so schwierig. Der Stern von Bethlehem weist den heiligen drei Königen den richtigen Weg zur Krippe. Sie huldigen dem göttlichen Kind. Das eine oder andere Mal schlüpfte auch Bürgermeister Bodo Klimpel in die Rolle von einem der heiligen drei Könige. Weihnachtslieder erschallen und animieren die Zuschauer zum Mitsingen. Probleme gab es hin und wieder schon. Ich hatte jetzt zum Beispiel Probleme, Engel zu bekommen. Und es ist hervorragend. Ich habe jetzt 9 Engel. Ne? Am kommenden Wochenende, 15. und 16. Dezember, sind weitere Aufführungen am Heimathaus geplant. Danach soll Schluss sein mit dem Krippenspiel. Ja, ist eigentlich sehr schade, dass das nicht mehr ist. Wir haben 6 Mal gespielt, aber wir werden auch langsam älter jetzt. Du bist meine jüngere Maria dann nachher. Wir kommen aus dem Alter raus. Ist eigentlich schade. Ich denke mal, wir werden es bestimmt noch mal wieder aufleben lassen. Nur erstmal wird eine große Pause sein. Das ist etwas, was mich stark berührt. Und deswegen ist auch die Überlegung gewesen, dass wir das so machen, dass es nicht ganz einschläft, sondern dass im Heimathaus dann mit einem Film zu diesen Zeiten. Und ich hoffe, dass es irgendwann wieder auflebt. Ist ja alles da. Derzeit wird ein Film vom Krippenspiel erstellt. Dieser Film soll zukünftig in der Adventszeit im Heimathaus gezeigt werden, um die gelungene Aufführung auch weiterhin präsentieren zu können.